Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Ministerin, Hohes Haus, als einen wesentlichen Punkt beim Schulbehördenverwaltungsreformgesetz 2013 sehe ich die Verlängerung der schulischen Sprachförderkurse um 2 weitere Jahre für die Schülerinnen und Schüler an den Pflichtschulen und an der AHS-Unterstufe. Sprachförderkurse stellen eine unverzichtbare Maßnahme zur Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit einer anderen Erstsprache als Deutsch dar. Mit dieser Maßnahme, das haben wir heute ja schon mehrmals gehört, können weiterhin ca. 25.000 Schülerinnen und Schüler in Sprachförderkursen unterstützt werden, mit rund 440 zur Verfügung stehenden Planstellen. Man hat in den letzten Jahren gesehen, dass diese Förderkurse unverzichtbar sind und sich als Instrument der Vermittlung und Festigung unterrichtssprachlicher Kompetenzen und vor allem auch der sozialen Integration in der Klasse bewährt haben. Durch das frühzeitige Erlernen der Unterrichtssprache können natürlich die Schülerinnen und Schüler dem Unterricht besser folgen. Sprachverständnis und Kommunikationsfähigkeit sind der Schlüssel für schulische Leistungen. Ebenso ermöglicht mehr Sprachförderung einen fundierten Wissensgrundstock und erhöht auch die Chancen für einen qualitativ höherwertigen Schulabschluss. Der Sprachförderung muss ein besonderer Wert beigemessen werden, denn wir brauchen für ein gutes Zusammenleben eine gemeinsame Sprache. Und je früher unsere Schülerinnen und Schüler gefördert werden, desto bessere Bildungs- und Jobchancen haben sie in ihrem weiteren Leben. Daher finde ich es äußerst begrüßenswert, dass nun diese Maßnahme um 2 weitere Jahre bis Ende des Schuljahres 2015/2016 verlängert wird. Danke. Auch Andrea Gessel-Ranftl, SPÖ, hebt die Verlängerung der sprachlichen Frühförderung als besonders wichtigen Punkt hervor.